Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, einen schönen Start auch in die neue Woche. Viel, viel Kraft und Erfolg auch wieder für diese Woche. Und nachdem ich gestern ein bisschen gezeigt habe von meiner Morgenroutine, wenn ich aufstehe, was ich mache etc., bin ich jetzt schon beim Kaffee und werde mich jetzt gleich auf meinen Roller schmeißen und dann Richtung Strand fahren und dort mich dann mit meinem Schwager treffen und dann eine Sporteinheit machen. Wir werden laufen gehen. Und wir werden dann auch kurz bei einer Kraftstation quasi ein paar Übungen machen. Da nehme ich dich mit. Also schau da unbedingt mit rein und bleib unbedingt dabei. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Am Strand jetzt angekommen mit meinem Roller, der da hinten steht. Und bin jetzt ready. Und ich will dir einmal ganz kurz zeigen, wo ich hier bin. Hier hinten am Skaterpark Alanya. Also richtig cool. Da hinten ist auch die Burg und das Meer. Und wir laufen jetzt quasi grob 2,5, 3 Kilometer in eine Richtung, Richtung Kestel und dann wieder zurück. Dann sind wir so bei mindestens 5 bis 6 Kilometer und am Ende dann quasi werden wir dann uns weiter bei der Krafteinheit quasi treffen. Ja, das finde ich ganz cool hier, weil man macht 2 Fliegen mit einer Klappe sozusagen weg. Man macht was für seine Gesundheit. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Kann ich jedem empfehlen, ein bisschen Sport, ein bisschen mehr Bewegung in seinen Alltag reinzubringen. Und man sonnt sich hier natürlich auch direkt aktiv. Ja, man muss natürlich gucken, welche Uhrzeit das Ganze dann auch ist. Zur Mittagszeit laufe ich natürlich nicht. Es ist jetzt gleich 9 Uhr morgens und hier am Strand geht natürlich immer so eine leichte Brise. Also das ist voll in Ordnung. Aber auch diese Zeit wird irgendwann zu spät sein. Das heißt, entweder man geht spät abends, wenn die Sonne untergegangen ist, oder eben dann relativ früh. Also dementsprechend bleibt dran, macht einen Sport und wir sehen uns gleich. Okay, erste Runde geschafft, Laufen geschafft, Kangenwasser am Start, nochmal ein bisschen gepimpt mit ein paar Aminosäuren, Magnesium, Mineralien, extrem wichtig, Leute. Und jetzt drehe ich mal die Kamera, zack, für euch hier. Im Hintergrund seht ihr unsere kleine Trainings-Area. Da werde ich jetzt ein paar Sachen machen, also bleibt dran. Okay, sieht man mir vielleicht nicht ganz so an, aber das war echt krass, es war echt anstrengend. Die Sonne ballert jetzt richtig, ist jetzt bestimmt schon so 10, halb 11. Weiter in den Schatten erstmal, was trinken, Nährstoffe wieder auffüllen, nach Hause fahren, duschen, vielleicht springe ich noch im Pool. Aber das war jetzt anstrengend. Krasse Mischung. Aber wie sagt man, wer schön sein will, muss leiden. Und vor allen Dingen mit gewissen Pausen, Regeneration ganz wichtig, dann ist das eine ganz tolle Sache. Also dementsprechend, wir sehen uns später. Ja, wie ihr mitbekommen habt, es ist ja Montag und Montag in Alanya Oba ist immer Markttag, genauso wie Donnerstag. Und das ist natürlich immer ganz cool. Komme ich eigentlich viel zu selten hierher mit Familie, aber heute will sich die Kleine was besorgen und mit ihrer Cousine sozusagen zusammen, richtig cool. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Also wenn es gefälschte Klamotten gibt, die original aussehen, dann ist es hier in der Türkei. Also mega cool. Ja, ich gehe jetzt rein und schaue mich da mal um. Ja, ich versuche ein bisschen euch mitzunehmen, so damit die Leute sich nicht belästigt fühlen, weil ich habe mir sagen lassen, das ist nicht gerne gesehen. Ich weiß nicht warum, aber so im Hintergrund könnt ihr das Ganze beobachten. Es sind sehr viele Menschen am Start und die gönnen sich das Ganze natürlich. Also dementsprechend ganz viel Spaß. Hier im Hintergrund könnt ihr es sehen, stehen auch Europreise, Telepreise, alles am Start. Und die sind jetzt schon vorgelaufen. Ich muss mal gucken, wo die jetzt sind. Aber ich werde sie finden. Also alles am Start. Kannst ja mal reinschreiben, welche Erfahrungen du gemacht hast auf dem Markt hier in der Türkei. Ob das cool ist oder eher nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Typ für, aber ist manchmal ganz angenehm auf jeden Fall. Dementsprechend ganz viel Spaß und wir sehen uns später. Ja, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Ort. Wir sind beim Zahnarzt. Ich habe mir ein neues Shirt geholt. 3 Stück davon für umgerechnet 10 Euro, also 350 Tele. Schnäppchen, auf jeden Fall richtig cool. Aber jetzt beim Zahnarzt und wirklich, es gibt sehr viele Zahnärzte hier, auch in der Alanya, Antalya allgemein. Aber wir haben uns bewusst für diesen Zahnarzt entschieden, denn wir haben alle wurzelbehandelte Zähne gehabt und haben diese fachmännisch hier entfernen lassen können und teilweise auch Implantate setzen können. Ja, in dem Fall sogar auch unter anderem in Antalya
Keramik-Implantat, was natürlich sehr cool ist. Auch für die Kleine, für Kiana zum Beispiel, haben wir hier hinten, ihr könnt es ja ahnen, Invisalign. Das bedeutet, das ist wie so eine Art, eine unsichtbare Zahnspange. Sehr cool das Ganze. Und ist natürlich private Leistung, kostet alles. In Euro haben wir das auch bezahlt, beziehungsweise umgerechnet in Euro waren es so grob 2000 Euro für die ganze Prozedur. Die läuft auch noch. Aber es ist sehr cool, weil ich habe selber früher eine feste Zahnspange gehabt mit diesen Brackets die ganze Zeit. Es hat immer wieder der Beweh getan, immer wenn der Zahnarzt nachgezogen hat. Also echt widerlich, vielleicht kannst du dich erinnern. Und hier geht das wirklich Woche für Woche, kommt so eine neue Zahnspange rein quasi. Die kannst du immer rausnehmen, reinnehmen, beim Essen rausnehmen, Zähne putzen, dann wieder reinpacken. Und super cool. Ja, also läuft, Ergebnis ist schon da und es wird immer besser. Also Zahnärzte gibt es hier wirklich sehr viele. Aber wenn du einen guten Zahnarzt suchst, dann hier steht es, hier hinten schon, Elitia. Ja, an der D400 in Alanya. Also das ist schon sehr, sehr cool. Das ist eine große Praxis, die haben richtig schön aufgerüstet hier, professionell wird hier gearbeitet und Mama ist gerade am Start und lässt gerade da an was sich machen und genau, Mandana sitzt hier und was sagst du dazu? Ist das schön hier? Ist ein richtig toller Zahnarzt, vielleicht zeigst du denen das mal so ein bisschen. Ja, habe ich schon. Auf zwei Etagen. Ja, es sind zwei Etagen, also das ist richtig professionell. Die reden genau. Auch Englisch, also mit denen kann man reden. Alles klar, dann muss ich jetzt selber mal Englisch ein bisschen reden, übersetzen. Und das Ehepaar ist immer da, genau. Also, ja, genau. Also dementsprechend ganz viel Spaß und bis später. Nächster Step, nächstes Highlight des Tages, für uns aber absoluter Standard zur Sommerzeit aktuell. Jetzt im Pool, im Hintergrund, ihr seht es auch, ist wieder was los. Im Hintergrund die Baustelle und unser Gebäude hier. Also dementsprechend richtig cool das Ganze. Weltpalmen umgeben, Mandale liegt auch im Hintergrund, sonst hört sich was an und bildet sich weiter fort. Also richtig cool das Ganze. Und ja, wenn dir so ein Video gefallen hat, darfst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Du darfst uns gerne weiter folgen, weiter abonnieren das Ganze und natürlich auch gerne weiteren Menschen teilen und natürlich auch weiterempfehlen. Und wenn du Fragen hast zum Thema Auswandern, zum Thema wie in der Türkei leben, wie Immobilien kaufen oder, da werden wir auch nochmal spezielle Videos drauf machen in Bezug auf Immobilienkauf, speziell hier in der Türkei. Was man beachten sollte und mehr und wie aktuell auch die Lage natürlich ist auf dem Immobilienmarkt, ob es ein guter Zeitpunkt ist zum Kaufen oder nicht. Ich meiner Meinung nach denke schon, ist ein guter Zeitpunkt, aber was man auch hier diesbezüglich nicht vergessen darf, ist, dass man einfach mit einer Immobilie in der Türkei, wenn du das kaufst, dass du immer natürlich auch sowas zum Beispiel mitkaufst, ja, wenn es in dieser Siedlung, in dieser Anlage ist. Also mindestens ein Pool ist immer Standard eigentlich und vielleicht sogar auch hier hinten. Ihr seht im Hintergrund hier die Hundehütte. Zack, da. Die haben wir damals sogar für Jesse noch geholt. Und also richtig krass. Genau, also dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du wieder einschaltest, einen Daumen nach oben da lässt und mehr. Und ja, es ist jetzt noch gut was los am Tag. Aber ich denke, für heute reicht es. Ich will das Video nicht überstrapazieren. Lass deine Meinung da, einen Kommentar und ich freue mich auf das nächste Video. Bleibt dabei. Liebe Grüße, euer Markus mit Familie.